Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja gebeten, mir eure Fragen zu schicken, da ich in Drehlaune bin. Deswegen beantworte ich jetzt eure Fragen. Und ich versuche in die Zukunft zu gucken, weil ich direkt die Sonne ins Gesicht bekomme. Aber ich finde das immer blöd, gegen so ein Licht zu filmen. Deswegen seht ihr jetzt meine Krüppelaugen. Auf jeden Fall hat Gamerklinik-FP gefragt, wann ich das erste Mal geritten bin. Ich saß im Alter von 2 Jahren das erste Mal auf einem Pony, auf so einem kleinen Scheckenpony. Da hat mich meine Mama, als wir bei meinen Großeltern in Niedersachsen waren, auf das Pony von ihrer Freundin gehoben, mit dem Kind von ihrer Freundin. Das Kind ist runtergefallen und hat angefangen zu weinen. Und ich fand's großartig, auf dem Pony zu sitzen. Und seitdem wollte ich dann auch nichts anderes mehr tun. X-Sessi-X hat gefragt, welche Reiterzeichen ich alle besitze. Und ich habe, fangen wir mal ganz am Anfang an, ich habe den Basispass, dann das kleine Hufabzeichen, das große Hufabzeichen, das kleine Reiterzeichen, das große Reitabzeichen, den Geländepass und das Longierabzeichen. Also insgesamt habe ich 7 Abzeichen. Sie wurden halt bei uns immer auf dem Hof angeboten. Und da habe ich natürlich gerne mitgemacht. Es war auch eigentlich alles sehr lehrreich. Du hast sie wahrscheinlich auch noch gefragt, wie alt war ich, als ich das erste Mal an einem Turnier teilgenommen habe? Da war ich 6. Und das war in einer Vierzügelklasse mit dem Pferd, was meine Mutter geritten ist. Dann hat Lauli Blub gefragt, warum ich überhaupt angefangen habe zu reiten. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt das Warum von jetzt aus sage. Nee, wahrscheinlich ist es so gemeint, warum ich damals angefangen habe zu reiten. Für mich gab es in dem Alter nichts anderes als Pferde. Ich war schon immer so gesehen pferdeverrückt. Sobald ein Pferd irgendwo war, total ausgeflippt. Ich hatte tausende Barbie-Pferde und Playmobil-Pferde und alles. Also es gab für mich nur Reiten als Hobby. Es gab für mich nur Pferde. Und dadurch, dass meine Mutter geritten ist, ich habe ihr so lange in den Ohren gelegen, bis ich auch reiten durfte. Ich bin immer mitgekommen mit ihr, auch wenn sie das nicht wollte. Das war jetzt keine Frage, aber irgendwie, ich könnte ja nichts anderes tun, als den ganzen Tag am Stall rumzugammeln bei so einem geilen Wetter. Kleiner Blick auf den Außenplatz. Es gibt ja nichts Besseres. Steuerung-unterstrich hat gefragt, wie konntest du deine Eltern überreden, dass sie dir ein Pferd kaufen oder wollten sie dir eins kaufen? Also in dem Sinne muss ich sagen, ich habe mit denen so eine Art Deal gemacht, denn sie haben mir Franjo nicht allein gekauft, ich habe mir nämlich Franjo mitgekauft. Denn unsere Großeltern haben seit dem Beginn unserer Geburt, also seit der Geburt ihrer Enkelkinder, monatlich 25 Euro für uns immer zurückgelegt, also für jeden von uns. Und deswegen hatte ich dann an meinem 18. Lebensjahr, als ich das bekommen habe, was Geld übrig. Es war jetzt nicht unbedingt genug, um sich ein Pferd kaufen zu können, aber ich konnte mit meinen Eltern so gesehen Hälfte-Hälfte machen. Und da hatte ich nochmal eine ganz andere Argumentationsbasis. Zudem konnte ich auch jetzt, also seit meinem 18. Lebensjahr, was zur Stallmiete und zum Unterricht und allem dazu tragen. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Also es war eine Mischung aus, ich wollte mir ein Pferd kaufen, meine Eltern wollten mir ein Pferd kaufen. Und es hat einfach gepasst von der Situation. Vorher hat es nie gepasst. Es war auch finanziell nicht unbedingt möglich. Also gibt niemals auf und spart einfach weiter. YouTube-Kawaii hat gefragt, wie ist Franjo bei einem Ausritt, also wie verhält er sich? Franjo verhält sich sehr unterschiedlich. Also manchmal ist er etwas aufgeregter und manchmal natürlich etwas ruhiger. Aber im Generellen verhält er sich super brav. Also wirklich brav, außer er muss warten. Also wenn er stehen bleiben muss, dann wird er schon mal so ein bisschen unwirsch. Aber ansonsten ist er sehr lieb. So, ich habe mal eben die Location gewechselt. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu den nächsten Fragen. Okay, fangen wir an mit einer brisanten Frage, sage ich jetzt mal. Und zwar hat die Caroline Wiese gefragt, wie ich zu Schlaufzügeln stehe. Ja, Schlaufzügeln ist auf jeden Fall ein sehr heiß umschrittenes Thema, sage ich jetzt mal. Und da habe ich wenig Lust, das jetzt irgendwie weiter anzuheizen. Aber ich möchte dazu kurz sagen, also wie wir dazu stehen. Also, ich bin noch nie mit Schlaufzügeln geritten. Ich reite nicht mit Schlaufzügeln. Und ich habe auch nicht vor, mit Schlaufzügeln zu reiten. Paulikorn, 28, fragt, an wie vielen Turnieren hast du jetzt bisher schon teilgenommen? Das weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich habe um die 35 Prüfungen bis jetzt teilgenommen. Und wie viele Turniere es waren, das weiß ich gar nicht. Ja, so um die 20 Turniere innerhalb von 4 Jahren, glaube ich. Also, es war gar nicht jetzt so viel, aber schon ein bisschen. Sagen wir es mal so. Also, ich muss dazu sagen, dass ich auch dass ich die Turniere alle mit meinen Reitbeteiligungen oder den Pferden, die ich reiten durfte, gestartet bin. Deswegen war das immer eine andere Sache mit dem, wie kommt man hin, wer fährt ein. Die Paula Stillfly hat gefragt,
Hast du eine Lieblingsrasse und wenn ja, welche? Tatsächlich war meine Lieblingsrasse früher immer der Hannoveraner. Ist er auch eigentlich jetzt noch, aber man muss ja auch sagen, dass die Warmblutrassen sich sehr vermischen. Deswegen sage ich grundsätzlich jetzt trotzdem Hannoveraner, weil es früher immer meine Lieblingsrasse war. Und deutsches Reitpony. Deutsche Reitponys sind toll. So, und das war's jetzt mit unserer wundervollen kleinen Fragerunde. Es hat mir Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten auf jeden Fall. Und heute ist so schönes Wetter. Und dann sehen wir uns bald wieder. Hier habe ich wie immer 2 Videos, die ihr euch gerne noch angucken könnt. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, dürft ihr die mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben und die beantworte ich euch dann beim nächsten Q&A. In dem Sinne,